So, weiter geht's mit Vers 22, nee, 23. Lest Nummer 22 zur Auffrischung vor. Es ging zuletzt um das Nabelchakra, Svadhisthana. Nee, das ist nicht Svadhisthana, Manipura, Entschuldigung. Das ist das Manipura-Chakra, sitzt zwei Finger unterhalb des Lotus, unterhalb des Bauchnabels, Entschuldigung. So, darüber im Herzen in der leuchtenden Farbe der Banduka-Blüte liegt der bezaubernde Lotus mit den 12 zinnoberroten Buchstaben, angefangen mit dem K. Bekannt unter dem Namen Anahata ist er wie der himmlische Wunschbaum, er gewährt sogar mehr als der Flehende begehrt. Vorsicht mit den Gedanken. Hier ist die vollendet schöne sechseckige Vajo-Luftregion, sie erinnert in etwa an farbigen Rauch. Meditiere in seinem Innern über das liebliche und vortreffliche Pavana-Bija. Es ist grau wie eine Rauchwolke, es hat vier Arme und reitet auf einer schwarzen Antilope. Und meditiere weiter in seinem Innern über die Wohnstätte der göttlichen Barmherzigkeit. Über den hell wie die Sonne leuchtenden, makellosen Gebieter, der mit beiden Händen den gnadenschenkenden Gestus macht und die Furcht aus den drei Welten vertreibt. Die drei Welten, das wäre Tiefschlaf, Traumbewusstsein, Wachbewusstsein und erleuchtetes Bewusstsein, das wären die drei Welten. Ich schließe nochmal den Kommentar zu Vers 22 vor, weil das ganz gut. In den folgenden sechs Versen wird der Anahata Lotus beschrieben. Ach nee, Entschuldigung, das hatte ich gerade eben schon im letzten Video vorgelesen. Dann gehen wir weiter. Also meditiere in seinem Innern über das liebliche und vortreffliche Pavana-Bija. Es ist grau wie eine Rauchwolke, es hat vier Arme und reitet auf einer schwarzen Antilope. Und meditiere weiter in seinem Innern über die Wohnstätte der göttlichen Barmherzigkeit. Über den hell wie die Sonne leuchtenden, makellosen Gebieter, der mit beiden Händen den gnadenschenkenden Gestus macht und die Furcht aus den drei Welten vertreibt. Ich lese den Kommentar dazu. In diesem Vers spricht der Verfasser über das Anahata Chakra vorhandene Vajubija, Pavana Bija genannt, das Bija Yam. Also das wäre die Schwingung Yang. Grau wie eine Rauchwolke, es hat eine leicht graue Rauchfarbe, weil es von Dampfmassen umgeben ist. Eine schwarze Antilope, berühmt wegen ihrer Schnelligkeit, ist das Vahana-Tragtier des Vaju. Vaju trägt den Ankusha, seine Waffe, in der gleichen Weise wie Varuna seine Pascha. Also Vaju wäre der Luftgott und Varuna wäre der Wassergott. Als nächstes spricht er von dem im Vaju-Bija anwesenden Isha. Isha ist ein anderer Name für Gott, wobei Gott hier der persönliche Gott ist. Man spricht davon, dass derjenige, welcher sein Anahat-Chakra öffnet und das Chakra aktiviert, dass ihm sozusagen die Form Gottes erscheint, an die er glaubt. Bei mir war es halt eben Babaji. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich hier mit ja, das zweite Mal zu tun hatte, ist mir Babaji erschienen. Beim ersten Mal, das würde jetzt etwas zu lang führen, das zu erzählen. Okay, Vers 24. Hier wohnt Kakini. In ihrer grellgelben Farbe gleicht sie in etwa einem frischen Blitz. Erheitert ist sie und Gutes verheißend. Sie hat drei Augen und ist die Wohltäterin aller. Schmuck jeglicher Art trägt sie und mit den vier Händen hält sie Schlinge und Trinkschale und macht das Zeichen der Gnadenausteilung und den furchtvertreibenden Gestus. Ihr Gemüt ist vom Nektartrinken besänftigt. In diesem Vers spricht der Verfasser über die anwesende Shakti Kakini. Erheitert ist sie, sie ist nicht in alltäglicher, sondern in glücklicher, angenehm erregter Stimmung. Vom Nektartrinken bedeutet, ihr Herz ist vom Nektartrinken zu Gunsterweisungen gerührt. Dem Sinne nach kann es auch so übersetzt werden, ihr Herz ist erquickt durch die höchste Wonne, die aus dem Trinken des vom Sahasrara herabtropfenden vortrefflichen Nektar entspringt. Ihr Herz entfaltet sich in die höchste Wonne. In das Fell einer schwarzen Antilope gekleidet, soll man sich die Kakini im Geiste vorstellen. Man vergleiche folgende Kakini Dhyana. Dhyana heißt Meditation. Also man vergleiche folgende Kakini Meditation, in der sie so beschrieben wird: Wenn du deine Mantra-Praxis von Erfolg gekrönt wünschest, dann meditiere über die immer anwesende mondgesichtige Shakti Kakini. Sie trüge ein mit allerlei Ornamenten verziertes schwarzes Antilopenfell. Ja. Vers 25. Die Shakti, deren zarter Körper gleichsam wie 10 Millionen Blitze leuchtet, repräsentiert sich in der Fruchthülle dieses Lotus in Gestalt eines Dreiecks, Trikona. Im Dreiecksinnern finden wir den unter dem Namen Vana bekannten Shiva Linga. Dieser Linga leuchtet wie Gold und trägt an seiner Spitze eine winzige Öffnung wie eine Gemme.
Er gilt als die schimmernde Wohnstadt Lakshmis. Lakshmi ist die Göttin des Wohlstands, also sie ist sozusagen, an Lakshmi wendet man sich, wenn man finanzielle Sorgen hat, dann kommt Lakshmi. Ja, ich lese mal den Kommentar dazu. In dieser Shloka, das ist eine Shloka, ein Vers, wird das in der Fruchthülle dieses Lotus befindliche Trikona Dreieck beschrieben. Shakti in Dreiecksgestalt. Darunter haben wir zu verstehen, dass diese Dreiecksspitze nach unten zeigt. Shakti in Dreiecksgestalt, also nach oben, wäre es keine Shakti. Shakti ist es, weil es nach unten gerichtet ist. Dieses Trikona steht, wie es anderswo heißt, unter dem Vajubija. In seinem Schoß ist Isha. Unter ihm im Trikona-Innern ist der Vana Linga. An seiner Spitze, in Anführungsstrichen und so weiter, das ist eine Beschreibung des Vana Linga. Die Öffnung ist der kleine Raum im Bindu-Innern, wobei sich der Bindu innerhalb des auf dem Linga-Kopf befindlichen Halbmondes befindet. Woanders finden wir diese Beschreibung? Der mit güldenen Geschmalben verzierte Vana Linga im Dreiecksinnern, der Deva mit dem Halbmond auf dem Kopf. In der Mitte liegt ein vortrefflicher roter Lotus. Der in diesem Zitat erwähnte rote Lotus befindet sich unter der Fruchthülle des Herzlotus. Er hat den Blütenkopf nach oben gerichtet und trägt 8 Blütenblätter. In diesem Lotus soll man die innerlich zu vollziehende Anbetung vornehmen. Vergleich, also Moment, das ist ganz wichtig. Also wenn man meditiert und in seiner Meditation eine Anbetung vornimmt, irgendeiner Gottheit, dann soll man dies an dieser Stelle lokalisiert tun, nämlich der in diesem Zitat erwähnte rote Lotus befindet sich unter der Fruchthülle des Herzlotus, also ungefähr hier. Er hat den Blütenkopf nach oben gerichtet und trägt 8 Blütenblätter. In diesem Lotus soll man die innerlich zu vollziehende Anbetung vornehmen. Vergleiche Folgendes. Im Innern ist der rote 8-blättrige Lotus. Dort steht auch der Kalpa-Baum. Der Kalpa-Baum ist der wunschgewährende Baum oder der Weltenbaum. Und der Thron des Ishtadeva, also der persönlichen Gottheit, unter dem ein schönes Zelt, umgeben von Blüten und Früchte überladenen und von süß zwitschernden Vögeln bewohnten Bäumen. Hier meditiere über den Ishtadeva nach den Vorschriften des Verehrungsrituals. Da gibt es also auch eine bestimmte Abfolge, die zu beachten wäre. Dann kommen wir zunächst winzige Öffnung. Er spricht hier vom Bindu, der die Vana Linga-Spitze bildet. Dieser Linga hat eine winzige Öffnung wie ein Edelstein, den man der Aufwedelung wegen durchbohrt hat. Also die Shunga-Nadi geht da durch. Damit ist gemeint, dass der Bindu mit der Shiva-Linga-Spitze liegt. Dass der Bindu in der Shiva-Linga-Spitze liegt, Entschuldigung. Dann kommt die schimmernde Wohnstadt Lakshmis. Darunter hat man die durch einen plötzlich aufkommenden Begierdendrang ausgelöste prachtvolle Schönheit des Lingams zu verstehen. Gut. Mach direkt weiter, Vers 26. Wer über diesen Herzlotus seine Betrachtungen anstellt, wird gleichsam zum Sprachgott und wie Ishvara ist er imstande, die Welten zu beschirmen und zu zerstören. Dieser Lotus gleicht dem himmlischen Wunschbaum, der Wohnstadt und dem Throne Sharvas. Er wird verschönert durch den Hamsa, den man gewissermaßen mit den unbewegt brennenden Flammenkegel einer an einem windstillen Ort aufgestellten Lampe vergleichen kann. Bezaubernd schön sind die von der Sonnenregion beleuchteten, die Fruchthülle umgebenden und verzierenden Staubfäden. Noch ein bisschen Zeit. In diesem und im folgenden Vers spricht er über den aus der Meditation über den Herzlotus entspringenden Nutzen. Wer über diesen Herzlotus seine Betrachtungen anstellt, wird gleichsam zum Sprachgott. Brihaspati, der Guru der Devas, und kann wie Ishvara, der Schöpfer, die Welten beschützen und zerstören. Kurz, er wird zum Schöpfer, Erhalter und Zerstörer der Welten. Das ist wortwörtlich zu nehmen. Das ist wortwörtlich zu nehmen, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Er spricht über den in der Fruchthülle dieses Lotus anwesenden Jivatma, den Hamsa. Jiva Atma, oh je, mein Gott, ist zu verstehen, Jiva ist die Seele, Atma ist ein anderes Wort dafür. Und der Hamsa steht eigentlich für die Ein- und Ausatmung. Hamsa, ja. Der Jiva Atma steigert die Schönheit dieses Lotus gleichsam wie die unbewegliche Flamme einer an einem windstillen Ort stehenden Lampe. Der Hamsa ist der Jivatma, er spricht außerdem über das in der Fruchthülle dieses Lotus vorhandene Surya Mandala. Surya Mandala steht für Sonnenmandala. Surya ist die Sonne. Bezaubernd schön sind die von der Sonnenregion beleuchteten, die Fruchthülle umgebenden verzierenden Staubfäden. Der von Sonnenstrahlen tingierte und die Fruchthülle umgebende Staubfädenkranz verschönert ihn. Die Sonnenstrahlen verzieren die Staubfäden und nicht den Raum in der Fruchthülle. Die Staubfäden des übrigen Lotuses werden nicht